China ist ein Haus für alle Jahreszeiten. Ein selbstverwaltetes Ferien- und Kurszentrum für Reise- und Bildungshungrige, bewegte Junge und Alte. Solecina ist ein Ort der Begegnung, des Erfahrungsaustausches und der Diskussion. Für Urlaub oder zur Weiterbildung. Für Einzelgäste, Familien und Gruppen. Solecina ist ideal für aktive Leute, genauso wie für jene, die es lieber gemütlich mögen. Solecina wurde 1971 von Amalie und Theo Pinkus als unabhängige Stiftung gegründet. Im Zentrum der Idee Solecina steht die Selbstverwaltung und die Eigenverantwortung der Gäste. Solecina wurde von Gästen gebaut, es gibt kein Koch- und Putzpersonal. Die Gäste verwöhnen sich gegenseitig. Solecina hat kein öffentliches Restaurant und dennoch ist jederzeit eine Besichtigung des Hauses möglich. Wende dich für Auskünfte ans Betriebsleitungsteam, Büro im ersten Stock oder an unsere Gäste. Solecina è una casa per tutte le stagioni. È un centro autogestito di vacanze e di formazione per giovani e anziani desiderosi di movimento e di cultura. Un luogo di incontri per scambiarsi opinioni e per discutere, un'occasione di rilassamento, di formazione per ospiti singoli, famiglie e gruppi. Adatto per gente attiva ma anche per chi ama prendersela con comodo. La Fondazione Indipendente Solecina è stata fondata nel 1971 da Amélie e Theo Pinkus. Al centro dell'idea Solecina stanno l'autogestione e l'autoresponsabilità degli ospiti. Solecina è stata costruita dagli ospiti stessi. Non c'è personale di cucina o per le pulizie. Sono gli ospiti che si coccolano a vicenda. Solecina non ha un ristorante aperto al pubblico, ma i passanti sono sempre i benvenuti per una visita e potranno anche ricevere informazioni dal team dei capi casa, oppure dagli ospiti stessi. Habe ich nicht gefunden, ich weiß nicht, wo er verschwunden ist, aber wir beginnen jetzt. Ja. Ja, so dass wir wirklich auch um 8:30 beginnen können, schon gefrühstückt und alles weggeräumt. Gell? Das wäre eigentlich das Ziel, weil sonst ist es dann schon wieder gleich 9. Und wie wir gestern Abend angetönt haben, die Putzwoche findet nur zweimal im Jahr statt. Das heißt, wir möchten das Haus auf die kommende Saison gründlich vorbereiten, sodass die Gäste, die dann kommen, ein schön geputztes Haus vorfinden. Allora iniziamo alle 8:30, già mangiati, già sparecchiato, perché sennò sono subito di nuovo le 9 e il tempo se ne va in fretta. E come già accennato ieri sera, la settimana delle pulizie c'è due volte all'anno e lo scopo è quello di preparare la casa per la stagione che arriva, per gli ospiti che vengono, in modo che sia accogliente e pulita. Come principio generale iniziamo dall'alto verso il basso e iniziamo con i lavori che sporcano. Also als generelles Prinzip, wir beginnen von oben nach unten und wir beginnen mit den Arbeiten, die Schmutz machen. E qui siamo in soffitta, dove ci sono Betty. And you're? My name is Martin. What are you doing? We are fixing what? I'm a carpenter. Carpentieri. Stanno riparando il solaio. Bravissimi. Bravissimi.
bloccare e tu bloccare il mondo. Ciao Constantin. Constantin e Carmen. Katrin, lo stai facendo? Tazze den Putz ab, damit der Schübel zum Vorschein kommt. Stai togliendo la muffa. La muffa per poi mettere la calce. Ute, mein Name ist Ute. Okay. So what are you doing here? I painted the wall in this room. Sarà alle prese con la bufera, un piccolo break e dopo si riprende all'acre lavoro. Ja, übersetze bitte, übersetze. Was heißt das? Ich verstehe das nicht. Das heißt, die beiden Jungs haben schöne Fotos, die alle anderen egal. Ihr seid sozusagen telegen. Wir sind schon immer telegen gewesen. Ah, il sole, non vedo un cavolo. Quello è il pizzo Salecina. Adesso stanno asciugando. Lavanderia. Lavanderia, danke schön. Lavanderia in montagna. Ok, siamo nella cucina di Salicina questa mattina con il nostro chef Eberhard. Abbiamo già preparato colazione per lo chef internazionale. Preparato l'inzertote. This is the dough, the pasta for l'inzertote. It's farina, noce, burro, uova. Ed ecco la crostata bella e pronta. Antonio, allora dimmi esattamente che cos'è il capocase, che ruolo svolge e in funzione a tutta l'organizzazione di Salicina. Allora, prima cosa, il capocasa, noi capicasa siamo dipendenti della Fondazione Salicina. E siamo gli unici in sé che siamo qui tutto l'anno, invece gli ospiti sono quelli che si fermano per un determinato periodo, terminato le loro vacanze, ripartono. Invece noi ci occupiamo quotidianamente, tutti i giorni durante l'anno, della gestione della casa per quanto riguarda la parte amministrativa, manutenzione, pagamento delle fatture, ordinazioni e varie. In più collaboriamo anche nella creazione dei seminari, dei vari seminari e convegni che si fanno durante l'arco dell'anno e poi facciamo anche parte del Consiglio di Salecina, cioè quell'istituzione che prende le decisioni strategiche dopo una discussione ovviamente. E il consiglio è formato a sua volta da delle commissioni e noi del team dei capicase, che siamo in quattro, siamo in rappresentati in tutte queste commissioni, che sono sei. Quello che facciamo anche ovviamente, gli ospiti che arrivano qui e che si fermano per un periodo limitato,
li aiutiamo nell'autogestione. Il Consiglio di Salecina è formato da commissioni principalmente, che sono la Commissione delle Finanze, dell'Edilizia, del Personale, del giornalino che stampiamo noi e che distribuiamo ai nostri, nel nostro, con il nostro indirizzario, quello del personale e quello dei seminari. E in queste commissioni lavorano principalmente ospiti che si sono affezionati a Salecina, all'idea di Salecina, e portano avanti dei progetti in questi settori. In più, il Consiglio di Salecina è formato da un secondo gruppo che è il Consiglio della Fondazione. Nel Consiglio della Fondazione ci sono le persone che rappresentano legalmente Salecina verso l'esterno. Ok, also Betriebsleitung in Salecina. Das ist vielleicht ein bisschen seltsam, dass, dass eine Betriebsleitung überhaupt vorhanden ist in dem Haus, das Gäste selbst verwaltet ist. Aber es gibt hier Leute im Hintergrund, die arbeiten, und zwar sind immer zu viert, die arbeiten, plus noch ein junger Mensch, der einen internationalen Jugendfreiwilligendienst macht. Und wir machen alles, was im Hintergrund fällig ist. Also wir sind Teil vom Salecina-Rat, der die strategischen Entscheidungen trifft. Aber ansonsten kümmern wir uns ums Jahresprogramm, darum, dass es Kurse und Seminare gibt, darum, dass das Haus nicht verfällt, da helfen ja auch die Gäste fleißig mit. Das heißt, wir halten so ein bisschen die Fäden zusammen, gucken so auf die Entwicklungen, gucken drauf, dass alles in guten Bahnen läuft. Das höchste beschlussfassende Gremium ist der Salecina-Rat. Und da der ist offen für alle, die gerne mitarbeiten möchten. Es ist sehr viel Arbeit, aber er ist offen für Gäste, die Interesse daran haben, diese viele Arbeit zu tun. Und Voraussetzung ist, dass man in Kommissionen mitarbeitet. Kommissionen gibt es einige, nämlich die Werbekommission, eine Seminarkommission, eine Personalkommission, Finanzkommission, Baukommission und die Infokommission, die sich um die kleine Zeitung von Salecina, das Salecina Info, kümmert. Da arbeiten wir auch mit und viele Leute sind da seit vielen, vielen Jahren aktiv und gemeinsam werden die Entscheidungen getroffen. Salecina is a very nice place. You can meet there nice people, and the countryside is the most beautiful I know. Thank you. For me, is Salecina also a very beautiful place in the mountains, and there I meet people from every kind of people, and they are so much afraid when I make them a little. Something to eat or to, yeah. And they are really very nice all. Salecina ist für mich ein Treffpunkt mit Freunden, mit netten Leuten. Und Salecina muss bleiben, weil ein Ort ist, dass man sich wohlfühlt. Ja, Salecina war hamishe bashe, wenn man dust daran Salecina hamishe edame dashte bashe. Salecina per me è come la seconda casa, poi ci sono gli ospiti molto simpatici, oggi una giornata con la neve, mi sembra Natale, mi sembra una cartolina. Also Salecina ist für mich wie nach Hause kommen. Für mich ist Salecina mein zweites Zuhause. Also für mich ist Salecina ein Ort mit einer wahnsinnig spannenden Geschichte, aber immer noch lebendig, es verändert sich ständig. Ich mache immer wieder neue Entdeckungen mit den Menschen, denen ich hier begegne. Mit der Landschaft und mit mir. Das ist ein Platz, um zu sich zu finden und offen zu werden. Das finde ich wunderbar. Salecina per me è partecipazione e incontro in una dimensione umana. Thank you.
Salecina innanzitutto si rispetta l'ambiente. Anche l'impianto di riscaldamento di Salecina e l'acqua calda viene alimentato da biomasse, praticamente da cippato che proviene dalla Val Bregaglia, quindi è un impianto a impatto zero. Ma è così pulito neanche a casa mia. Martin, what do you think about your job? Well, it's not a job. It's a pleasure to work here. Pleasure!